Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Karte für euch. So schaut sie aus. Erstmal und spektakulär. Wenn man diese Karte öffnet, kommt das dabei raus. Die Karte hat sich die liebe Helena gewünscht. Und ich habe die Karte jetzt schon mehrfach bei YouTube gesehen, unter anderem bei Jane B. und Sam Kelcott in Spastler, und die liebe Helena hat mich darum gebeten, das doch mal in Zentimeter zu machen. Ich habe mir das Video von Jane B. angeschaut zu dieser Karte. Sie bastelt das ganze Konstrukt hier innen aus zwei Stücken Farbkarton. Ich habe mir da was anderes überlegt. Wir basteln das heute aus einem Stück Farbkarton. Das ist an sich, finde ich, leichter wie aus zwei Stücken, aber das zeige ich euch dann gleich im Video. Nochmal die Front. Hier habe ich dann einfach zwei Kärtchen reingepackt. Die habe ich jetzt für dieses Video nicht zugeschnitten, aber da sage ich euch dann gleich die Maße. Ich drehe meine Kamera und dann legen wir auch schon los. Bis gleich. So, meine Lieben, hier die Karte nochmal etwas näher. So schaut sie aus. Ich habe hier unten jetzt überall Designerpapier hingeklebt. Das könnt ihr natürlich auch bestempeln. So wie ihr das mögt. Vorne vorweg, diese kleinen Kärtchen, die ich hier drin habe, sind 10x6. Wie gesagt, die habe ich jetzt für dieses Video nicht vorgeschnitten und gestanzt. Da könnt ihr einfach mal schauen, was ihr da reinstecken möchtet. Ich habe jetzt auch kein Band um die Karte gemacht. Das könnt ihr natürlich machen, aber meine liegt jetzt seit gestern so auf meinem Schreibtisch und sie springt auch nicht wieder auf. Also da müsst ihr einfach mal schauen, wie ihr das gerne machen möchtet. Gearbeitet habe ich hier mit der Herzenspost, per Herzenspost, und das verwenden wir auch heute. Ich habe es noch mal rausgekramt aus meinem Regal. Das findet ihr im Jahreskatalog auf Seite 14. Hier haben wir es abgebildet und alle Maße findet ihr auf meiner Homepage. Die blende ich hier unten ein und ihr könnt auch nach wie vor alle Stampin' Up! Produkte bei mir bestellen. Wir arbeiten heute auch wieder in Grundweiß. Ich habe das normale Grundweiß genommen, nicht das extra starke, denn hier sind so viele Lagen. Da brauchen wir nicht zwangsläufig das extra starke. Ich sortiere mich hier mal eben. Also, für die Karte an sich haben wir ein Stück Farbkarton in 29 mal 21. Dann haben wir 5 Stücke Designerpapier in 9,5 mal 14, wobei wir 2 Stück davon, die müssen wir gleich noch schräg abschneiden. Das sind diese beiden. Und dann haben wir noch ein Stück Farbkarton, das ist 27 mal 6. Und da klebe ich jetzt in meinem Fall 6 Stücke Designerpapier auf in 4 mal 5,5. Aber wie gesagt, das könnt ihr natürlich auch bestempeln. Wir fangen mit der Grundkarte an. Das Etikett kommt aus den bestickten Rechtecken und ist 10 mal 6,5, falls ihr den nicht habt. Und dann legen wir los. Designerpapier habe ich auch genommen aus dem Jahreskatalog. Das ist das Gastgeberin-Designerpapier, was ihr euch mitbestellen könnt ab einem Bestellwert von 200 Euro. Das ist ein dickes Paket. Da habt ihr 48 Bögen drin. Aber wie gesagt, Gastgeberin-Designerpapier, das gibt es halt nur ab dem Bestellwert. Da ist was drauf. Brett liegt falsch rum, das geht ja schon gut los. Also, wir falzen als erstes die lange Seite und zwar bei 14,5. Die müssen wir in diesem Fall auch als erstes falzen. Ihr seht auch gleich warum. Also, lange Seite 14,5. Dann drehen wir uns das auf die kurze Seite und falzen bei 10 und 11.
und jeweils nur bis zur Falzlinie. Nicht durchfalzen, sondern nur bis zur Falzlinie, die wir gerade gezogen haben. Also einmal bei 10 und einmal bei 11. Jetzt haben wir, oh, man sieht es wahrscheinlich nicht, weiß, ne? Hier zwei Falzlinien und da eine. Hier ist noch nichts. Das drehen wir jetzt nach oben und legen das jetzt bei 9,9 cm an. Und jetzt schneiden wir. Und zwar runter bis zu dieser mittleren Falz. 9,9 einmal, dann drehe ich mir das Ganze und schneide jetzt unten bei 9,9. Ich lege mein Brett mal ein bisschen höher. Also ich schneide hier jetzt von hier unten hoch bis zur mittleren Falz, auch bei 9,9. Ich kriege es jetzt leider nicht ganz ins Bild. Dafür könnt ihr euch das auch unten anlegen. Bei 9,9 und hochschneiden. So. Schneidebrett kurz weg. Und jetzt sollte das Ganze so aussehen. Wir haben hier zwei Teile, diesen Schlitz hier in der Mitte. Hier haben wir die beiden Falzlinien und die Falzlinie in der Mitte. Den Steg hier in der Mitte, den schneiden wir gleich raus. Wir falzen uns das jetzt erst einmal nach. Und da achtet drauf, dass das hier oben und an den Seiten schön bündig anliegt. Mein Falzbein ist weg, da ist es. So entstehen nämlich jetzt gleich unsere Taschen, die wir jetzt hier gleich noch schräg abschneiden. Dann können wir das einmal in die Richtung falzen und einmal in die andere Richtung. Na. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum ich hier jetzt bei 9,9 geschnitten habe. Das habe ich darum deshalb langsam so gemacht. Wenn wir das hier hochklappen, haben wir ja hier die Falzlinie. Und wenn ich das jetzt bei 10 und 11 eingeschnitten habe, so wie ich hier gefalzt habe, dann können wir das hier schlecht umklappen. Dann bildet sich eine Beule und dann sieht es nicht mehr schön aus. Deshalb habe ich das an der anderen Seite bei 9,9 eingeschnitten. Diesen Steg hier, den schneiden wir jetzt einfach ab. Einfach unten abschneiden. Und jetzt nehmen wir uns nochmal das Falzbrett. Und zwar lassen wir die so geschlossen und legen jetzt diese geschlossene Seite nach links, legen das bei 6 cm an. Also ich habe hier und hier jetzt die geschlossene Seite bei 6 cm anlegen. Und da machen wir uns jetzt jeweils eine Markierung. Einmal hier oben und einmal hier unten. Und jetzt schneiden wir das schräg ab. Und zwar haben wir da die Markierung, die haben wir oben gemacht. Das heißt, wir schneiden von da zu dieser Spitze. Und von dieser Markierung hier unten schneiden wir schräg hoch zu dieser Spitze. Einmal schön in die Schneiderille einlegen. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das klappt jetzt. Und dann schneiden wir das ab. Einmal. Dann drehen wir das Ganze.
Hier ist unsere Markierung. Die Spitze schön in die Mitte legen, genauso wie die Markierung. Und nochmal schneiden. Und somit ist der Kartenrolling fertig. Wenn wir das dann festgeklebt haben, haben wir hier unsere beiden Taschen. Und somit ist das dann in 1 und nicht aus 2 Stücken Farbkarton. Meine Markierung mache ich mir hier noch fix weg. Das lassen wir jetzt erst so. Das lege ich jetzt kurz an die Seite. Was wir uns jetzt nehmen, sind die 2 Stücke Designerpapier, die ihr, da müsst ihr euch jetzt überlegen, welche ihr nehmt. Ich möchte dieses gerne in den Hintergrund haben. Das ist die Rückseite, das nehme ich jetzt auch. Also, die können erst noch an die Seite. Und die beiden Stücke, die ihr auf die Schräge haben möchtet, die nehmen wir jetzt. Und zwar lege ich die spiegelverkehrt aufeinander. Dann nehme ich mir nochmal mein Schneidebrett. Also spiegelverkehrt aufeinander. Und da machen wir uns jetzt eine Markierung bei 5,7. Bleistift war kurzzeitig wieder abgängig. Das heißt, hier eine Markierung, 5,7. Ach nee, das Schneidebrett brauchen wir noch. Und ich gehe jetzt zur Sicherheit hin und nehme mir nochmal meine Karte und weiß jetzt, da ist meine Markierung und hier oben möchte ich hin. Das heißt, wir schneiden es von der Markierung so hoch und wir lassen beide Stücke dabei aufeinander liegen. Also achtet bitte darauf, dass eure Klinge schön scharf ist. Ich hoffe, dass meine das jetzt auch ist. Und dann legen wir das ein. Markierung, Spitze. Und dann sollten die beiden Stücke wirklich gerade aufeinander liegen. Gut festhalten und abschneiden. Und wenn wir die jetzt auseinanderklappen, haben wir beide Stücke für rechts und links. Ich gehe jetzt noch einmal mit meinem Falzbein hier über die Kante und mache mir die Markierung weg. Dann können wir das aufkleben und das hier aufkleben. Und was wir nicht vergessen dürfen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr im Hintergrund noch Designerpapier haben möchtet, dann müsst ihr jetzt auch erst hier in den Hintergrund 2 große Stücke einkleben. Und da das einen Moment dauert, mache ich das jetzt eben ohne euch. Und dann geht es gleich schon weiter. So, meine Lieben, Designerpapier ist aufgeklebt. Jetzt verschließen wir das gute Stück. Und zwar machen wir uns einmal hier an den langen Seiten den Kleber hin und hier an die kurzen. Bitte nicht an den schrägen, dann könnt ihr da nichts mehr reinstecken. Also jeweils an der langen und an der kurzen, sagte sie und macht Kleber an die lange Seite. Ihr könnt mir folgen, ich denke, ihr wisst, was ihr meint. Und dann können wir das hier einfach umklappen. Und das ist das, was ich meinte, da wir jetzt hier bei 9,9 geschnitten haben, können wir das jetzt problemlos umklappen und mit dem Falzbein nochmal festdrücken. Dadurch kommen wir hier in der Mitte schön an der Falzlinie vorbei und haben da nichts im Weg. So, und ich finde, man könnte die Karte jetzt an sich auch schon so lassen. Wir haben aber ja noch ein Stück Farbkarton. Und auch das müssen wir uns noch falzen.
nicht so weit weglegen, sonst suche ich es gleich wieder. Und zwar an der langen Seite als erstes bei 4,5. Dann geht es weiter bei 9. Drei 10,5. Jetzt müssen wir es aufmachen. 18 cm und 22,5. Dann haben wir auch hier die letzten Falzlinien gesetzt. Und das knicken wir jetzt wie eine Ziehharmonika. Ob ihr links oder rechts anfangt, ist egal. Wir haben von dieser Seite gefalzt. Das erste geht nach links, nach rechts, nach links, nach rechts und nach links. Dann drücke ich mir das einmal mit dem Falzbein fest. Und gehe auch einmal hier über meine Schnittflächen. Und das ist dann das Teil, was innen reinkommt. Wie ich gerade schon oder vorhin schon am Anfang gesagt hatte, ihr könnt hier natürlich auch drauf stempeln. Ich habe hier jetzt mein Designerpapier, was ich da aufklebe. Da habe ich mir jetzt ein Design ausgesucht und einfach die Vorder- und die Rückseite genommen. Ihr könntet jetzt aber auch zum Beispiel einen Spruch stempeln, den ausschneiden und dann auf das Designerpapier kleben. Dann würde ich es allerdings flach aufkleben, nicht mit Dimensionals. Wir haben zwar hier hinten bei der Karte diesen 1 cm Platz, aber da ist auch nicht mehr ganz so viel Luft durch das Gefaltete innen. Da müsst ihr dann mal schauen, wie ihr das machen möchtet. Das ist ja wieder Geschmackssache. So, die Hälfte haben wir, drei Stück noch. Ich wollte nicht schon wieder einen Cut setzen. So, und das letzte, juhu. Dann brauchen wir unsere Grundkarte wieder. Und das kleben wir jetzt jeweils mit dem letzten Rechteck hier an die Kante. Also das schließt bündig ab. Ich habe schon wieder Kleber an den Fingern. Das machen wir jetzt als nächstes. Und dann haben wir die Karte auch schon fast fertig. Da müssen wir noch ein bisschen stempeln. So, hier hinten auf die letzte Lasche und auch links bündig ankleben. Und so stellt sich dann hier in der Mitte dieses W auf. Ich mops mir jetzt mal eben aus der anderen Karte die beiden Kärtchen. Gehst du da wo rein? Innen könnt ihr, wie ich vorhin schon gesagt hatte, natürlich auch noch anders verzieren, ganz wie ihr das möchtet. Jetzt ist die Karte gerade gebastelt und springt noch auf.
Wenn ihr die Karte mit dem Band verschließen möchtet, dann würde ich euch raten, dass ihr euch jetzt das Band festmacht und dann erst das Designerpapier aufklebt. Ihr könnt natürlich auch erst das Designerpapier aufkleben und dann das Band und das Etikett drüber. Da habt ihr ja verschiedene Möglichkeiten. Ich lasse meine Karte jetzt so, wie sie ist. Ich klebe mir jetzt einfach hier vorne das Designerpapier auf. Und dann machen wir gleich noch die Deko zusammen. So, zack. Karte an die Seite, Etikett her und Stempel. Ich habe zum einen das große Blattwerk rausgenommen, diese Blüte und, welche habe ich noch rausgenommen? Diese Blüte. Und stempeln werden wir als erstes in Olivgrün. Und normalerweise ist dieses Grün ja so ein bisschen gebogen. Also wenn wir das vom Stempel abziehen, dann ist der ja so ein bisschen gebogen. Ich habe mir den jetzt einfach gerade gezogen und auf meinen Block gesetzt. Das geht auch. Dann nehmen wir Olivgrün. Das ist ja das Schöne bei den Klarsichtstempeln. Die kann man auch so ein bisschen. Ja, der geht drüber hier. Da muss ich mir mal kurz was hier drunter legen. Die können wir auch so ein bisschen gerade ziehen. Und dann setzen wir uns als erstes mal den Stängel. Das ist jetzt noch sehr dunkel, das wird gleich aber noch ein bisschen heller. Dann stempel ich mir in Blütenrosa. Das sind alles Farben, die in dem Designerpapier vorkommen. Die größere Blüte. Und in Osterglocke die kleine. Und ihr habt jetzt in dem Stempelset habt ihr auch noch diese kleinen Füllstempel, jeweils für die Blüten. Ich nehme mir jetzt aber hier einfach unsere Stampin' Write Marker und mal mir die Mitten einfach so ein bisschen aus. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt da auch den Stempelabdruck nehmen. Maßviertel an die Seite, Stempel an die Seite. Dann habe ich mir aus den Stanzformen schon einmal in Aquamarin und Weiß das Wort Herzenspost ausgestanzt. Dimensionals. Da machen wir uns jetzt einfach ein paar Mini-Dimensionals drauf. Klebt alles an den Fingern. Das kommt hier unten hin. Und wo habe ich jetzt meine großen? Da. Wenn ihr die Karte jetzt mit einem Band verschließen möchtet und ihr das Designerpapier aber schon aufgeklebt habt, dann könntet ihr hier jetzt in der Mitte ein bisschen Platz lassen und das Band dann unterm Etikett herlaufen lassen. Ich in meinem Fall mache da ja kein Band dran. Dementsprechend klebe ich das einfach so auf. Schön mittig. So. Und dann nehme ich unsere Schmetterlinge. Wenn ich sie denn jetzt finde, die sind auch schon wieder abgängig. Da sind sie. Da kommen jetzt einfach noch drei Schmettis mit drauf.
habe ich denn da genommen? Einen großen, zwei kleine. Dann machen wir das hier auch mal so. Da könnt ihr natürlich auch Perlen, Glitzersteine, was auch immer ihr da habt und machen möchtet, könnt ihr da draufkleben. So, und somit sind wir durch für heute. Ich bin gespannt, welche euch besser gefällt. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!